Natürlich habe ich den dann wieder gefoult, ne? Natürlich. No. Oh no. Das letzte Tor, was ich schieß. Da, aua. Ja, also wenn das jetzt kein Foul wäre, dann hätte ich mich auch gewundert. Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Astano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ihr seht auch schon, ich bin in einem anderen Verein, denn ich habe offscreen dann natürlich ein bisschen weiter gespielt, weil sonst würde ich das hier alles in den Videos nicht schaffen. Allerdings bin ich jetzt bei irgendeinem, was weiß ich, Nashville, genau Nashville bin ich. Und ja, ich bin dahin gewechselt, also nicht gewechselt, sondern einfach verliehen. Das heißt, für 2 Jahre bin ich jetzt bei diesem Verein und danach bin ich wieder bei FC Bayern München. Allerdings werde ich dort dann in einen anderen Verein gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesen 2 Jahren dann praktisch hier von diesem Verein wieder weg bin, werde ich wieder weggehen und praktisch in ein anderes Dingsbums reingehen. So, ich habe eben auch außerdem hier 2 neue Dinger gemacht. Und jetzt werden hier 2 neue gemacht. So, also wir können hier einmal Sprinttempo erhöhen. Und dann gibt es ja auch nochmal irgendwie nochmal das hier. Machen wir auch. So, jetzt fehlt uns dann hier noch 2 und da fehlen uns sogar 7. Also Tempo haben wir dann auch geskillt. Ich versuche natürlich auch diesmal alles hier irgendwie so zu skillen. Wir haben hier auch wieder neue Dinger, die können wir uns auch erstmal hier ein bisschen uns angucken. Dribbeltalent, das werden wir uns auch mal hier reinpacken. Verbessert dann die Flanken. Ja gut, die Flanken brauchen wir eh nicht, weil ich mache immer selber die Tore. So, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen weiter offscreen gespielt. Und ihr seht auch, meine Power ist jetzt nicht mehr das Beste. Ich bin außerdem auch jetzt hier auf dem ersten Platz. So, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um auf dem ersten Platz zu bleiben. Und wir sehen einfach mal, was passiert. Ich habe übrigens die Kommentatorstimme ausgemacht. Das heißt, wie ihr jetzt hier schon hören könnt, hier gibt es keine Kommentatorstimme mehr. Die nervt nämlich ziemlich. Und die macht mich aggressiv. So. Wir spielen jetzt einfach mal. Wir drücken hier mal A zum Überspringen. Und wir machen Anstoß. So. So. Ich habe anscheinend Dingsbums. So. Okay. Ja. Okay, wir haben direkt ein Tor. Nice. In der 2. Minute direkt ein Tor geschossen. Nice. Let's go, Digi. Das ist das erste Tor. Nice. Er hat vielleicht auch schon gesehen, dass mein Schneid-Dingsbums ein bisschen anders ist. Ich mache jetzt vor den Videos immer so einen kleinen Abspann. Einen Vorspann vom Video, was da so drin passiert. Dass ihr einfach wisst, was da ist. Und dann. Aua! Ja, jetzt habe ich schon wieder mich verletzt, ne? Ich habe zu spät geschossen. Aber egal. Warum singe ich das gerade? Ah, Mist. Gut. Ja, noch bin ich verletzt. Ich glaube, ab der nächsten Dingsbums wird das irgendwie behoben. Oh, habe ich dich verletzt? Oh. Du Armer. Hallo, werf. Werf jetzt. Hä? Okay, let's go. Bam, bam. Bam, bam. Batz in the Tor rein. Das nennt man doch mal ein geiles Tor, oder? Also hier könnt ihr es nochmal sehen. Let's go, Batz, bim, bam, Batz. Warum sage ich bim, bam, Batz? Egal. Ich habe übrigens einen neuen Kanal, der heißt Sando React. Also schaut da gerne mal vorbei. Dort kommen Reactions von Shorts. Also ich nehme da ein paar Videos von Shorts, YouTube Shorts auf. Und ja, die kommen da halt, ne? Zack. Schieß zu mir.
Hä? Oh, jetzt wurde er gefault, aber nicht von mir. Ha! Von mir wurden sie nicht gefault. Bam, badam, badam, bam, 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 bam. Nein, du kriegst den nicht. Du kriegst den nicht. Okay, jetzt haben wir Ecke. Ja, Junge, natürlich. Ballverlust. Ballverlust. Das ist ja so schlimm in einem Verein. Oh, Mann, könnt ihr eigentlich irgendwas? Ja, da ist auf jeden Fall das Tor. Ach Junge, warum stellt er sich denn da rein? Boah, ich habe fast mein Manneken gefault. Ich bin schon wieder so lahm, merke ich gerade. Also diesmal gehe ich in der ersten Hälfte raus. Ja, pass. Ja, aber ich habe kein Ding mehr. Ich kann nichts mehr machen hier. Och Junge, roll doch nicht jedes Mal zu dem. Ja, ich kann nicht hinterher rennen, ne? Also ich bin halt lahm. Wie kriegt er denn den Ball? Ich hab doch schon längst geschossen, Alter. Ja, da muss ich ja nicht mal was drücken. De-d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 e-
Ja, komm, mach. Mir einfach zu langsam, ich kann nicht mehr mithalten, ey. Jetzt bin ich schon wieder verletzt. Ey. Mann, dieser Mensch, ne? Also ich hasse mich. Boah, hat er jetzt ewig gebraucht, Alter. Guck mal, jetzt kann er wieder auf einmal alles. Hä? Warum bounced mich mein Spieler weg? Was ist denn das? Ja, jetzt falle ich hin. Oh, renn doch schneller. So. Ach so, ich wollte ja hier machen, dass ich ausgewechselt werde. Hier, schieß zu mir. Zu mir. Jetzt zu mir. Okay, nee, das ist mein letztes Tor gewesen. Ja, jetzt werde ich ausgewechselt. Nice. Haben die noch Tore gemacht? Ah, ein Tor haben die anderen gemacht. Ja, toll. Toll. Sehr toll. Was ist denn hier neu? Egal. So, Training. Ja, wir machen erstmal Tabelle. Gucken wir. Wir sind 8. Wir haben jetzt 18 Punkte. Okay. Gut, Training. So, zack. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar. Schaut außerdem auch mal Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schaut auch bei meinem anderen Kanal vorbei. Habt einen traumhaften Tag, haut rein, euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.